glaube, das wird jetzt kein einfaches Video für mich. Vor allen Dingen, weil ich sehr lange darüber nachgedacht und mit mir gehadert habe, ob ich dieses Video überhaupt hochladen möchte. Ich habe im Urlaub sehr viel nachgedacht, viele Kommentare und viel Feedback von euch eingeholt und gelesen. Eine Sache, die ich irgendwie in diesem Tunnel des Produzieren, des Content schaffen, des Weiterfunktionieren und immer wieder am Ball bleiben so ein bisschen vernachlässigt habe, glaube sogar teilweise einfach gar nicht mehr gemacht habe. Also sich wirklich abends mal hinzusetzen und Kommentare und Feedback einzuholen, war dann doch eher die Seltenheit, weil man dann im Kopf wieder schon ganz woanders war, weil es musste ja irgendwie weitergehen und das nächste Video ist wieder geplant und man musste ja irgendwie funktionieren. Ich hatte in diesen 3 Wochen sehr viel Zeit, über mich als Mensch, meine Außenwirkung, meinen Content und irgendwie auch über meine Brand und das, was ich repräsentiere, nachzudenken. Für was stehe ich überhaupt? Was sind meine Merkmale und was sind meine Stärken? Und genau darum geht es jetzt ein bisschen in diesem Video. Und ihr könnt ein ganz großer Teil dessen sein, mir da ein bisschen vielleicht auf die Sprünge zu helfen. Das klingt jetzt vielleicht wie so ein trauriger Versuch, mich irgendwie hier zu retten oder sonst was. Oder als hätte ich große Selbstzweifel oder irgendeine Identitätskrise oder ein Burnout oder so. Aber das ist gar nicht der Fall. Vielmehr reflektiere ich einfach in letzter Zeit sehr viel und denke extrem darüber nach, für was ich eigentlich stehe, was mich ausmacht und ob ich mich vielleicht sogar auf diesen ganzen Jahren meiner Reise ein Stück weit verändert habe. Vielleicht sogar ins Negative. In letzter Zeit bin ich irgendwie in so eine Routine reingerutscht. Ich habe Kritik und Feedback teilweise dann oftmals einfach als Hate abgestempelt und irgendwie mir gar nicht mehr so sehr zugeführt und nicht mehr hinterfragt, warum kommen Leute überhaupt zu dieser Annahme und denken solche Dinge über mich, auf die ich gleich eingehen werde. Es war irgendwie ein großer Fehler und diesen möchte ich mir jetzt gemeinsam mit euch stellen. Und es wäre cool, wenn ihr mir da vielleicht ganz kurz helfen könntet und mir vielleicht zuhören würdet. Veränderung und Entwicklung, klar, Veränderung ist ein Teil der Entwicklung, der Persönlichkeitsentwicklung gehört immer dazu. Dass ich nicht mehr der gleiche Revi bin wie vor 7 Jahren, als ich angefangen habe, sollte jedem von euch bewusst sein. Dass ich nicht mehr nur noch das schreiende Minecraft Rage Kitty bin, das Castle Rush spielt und alten Formaten hinterherläuft, sollte euch auch bewusst sein. Trotzdem gibt es natürlich immer wieder Leute, die fragen, hey, wann kommt wieder Castle Rush und wann kommt wieder Who's Your Daddy und wann kommt dies, wann kommt das? Ich glaube, irgendwann muss man einsehen, dass solche Kapitel in sich abgeschlossen sind und ich mich ja als Mensch und auch content-wise irgendwie weiterentwickeln möchte und das wahrscheinlich auch hoffentlich schon getan habe. Ich werde also nie wieder der alte Revi sein können und das möchte ich auch gar nicht, denn dann wäre ich rückschrittlich und würde mich als Person nicht weiterentwickeln und auf der Stelle traben und das würde vielleicht für 3-4 Monate gut funktionieren und dann wäre ich wieder in einer Routine drin, die mich todesunglücklich macht und das möchte ich einfach nicht und ich glaube auch, das ist eine Sache, die ihr nachvollziehen könnt. Man will nicht immer der Alte sein, sondern man entwickelt sich ja ständig weiter. Eine Sache, die ich niemals werden wollte, hat sich vielleicht durch den Alltag, meine ständige Präsenz und die Gewohnheit, dass alles irgendwie funktionieren muss, so ein bisschen eingeschlichen. Irgendwie ist es zu einer Sache gekommen, die ich eigentlich niemals werden wollte, beziehungsweise habe ich das jetzt in letzter Zeit vermehrt gehört. Irgendwie durch diese ganze Routine und durch dieses Weiterproduzieren und im Tunnel sein und 20.000 Projekten nebenbei hinterher zu jagen, da gibt es das Label, da gibt es Immobilien, da gibt es Firmen, da gibt es auch das Privatleben noch, da gibt es eine eigene Wohnung, einen Hund, es gibt so viele Dinge, denen man irgendwie nebenbei noch hinterherjagt, vergisst man dann vielleicht auch so ein bisschen eigentlich seinen Ursprung und seine Base. Und ich habe jetzt in letzter Zeit sehr oft das Feedback direkt oder indirekt erhalten durch Kommentare, dass ich tatsächlich ein wenig gleichgültig und arrogant wirke. Und dieser Sache würde ich gerne ein bisschen auf die Schliche kommen und hier ein bisschen mit euch aufräumen. Vielleicht seht ihr das ja ähnlich. Vielleicht habt ihr auch den Eindruck von mir, dass ich tatsächlich arrogant geworden bin. Meine Frage ist jetzt, wieso denken Menschen so über mich und habe ich mich wirklich dahingehend geändert? Bin ich tatsächlich in der Außenwirkung jemand, der arrogant, nicht down to earth und nicht cool wirkt? Weil das war mir immer eine unglaublich wichtige Sache. Und ich rede jetzt hier nicht wie in diesem Artikel, der über mich da geschrieben worden ist, von geheuchelter Nähe und Nahbarkeit und ich mache auf Best Buddy mit euch und tue so, als wären wir gute Freunde. Aber habe ich mich irgendwie vielleicht von mir selber als Mensch distanziert, von meiner Community ein wenig entfernt und bin ich vielleicht zu sehr in diesem Trott und diesem Hamsterrad des Produzierens und Funktionierens irgendwie gefangen? Bin ich tatsächlich jemand, der eine gewisse Arroganz an den Tag legt? Weil das wäre für mich tatsächlich das Schlimmste, was es jemals gäbe. Ich wollte immer jemand sein, zu dem Leute ein Stück weit aufschauen können. Jemand, der eine gewisse Vorbildsfunktion hat, der die richtigen Dinge sagt, tut und für die richtigen Werte und Dinge halt einsteht. Ich wollte nie jemand sein, bei dem sich Leute irgendwie auf der Straße sorgen müssen, dass sie mich nach einem Foto fragen können oder teilweise einfach mir auf Instagram schreiben, du bist ein arrogantes Snitch. Wo ich mich dann wirklich frage, ist es tatsächlich eine Sache, die sich bei mir in den letzten Jahren einstellt?
reingeschlichen hat, wirke ich wirklich so? Und das frage ich jetzt ganz reflektiert euch. Ist das eine Sache, die ihr genauso wahrnehmt? Oder sind das vielleicht einfach nur ein paar einzelne laute Stimmen, die ich lauter höre als den Großteil meiner Community, der mir immer wieder Support und Beispruch und Zuspruch beipflichtet? Vielleicht sind das auch wirklich nur einzelne Charaktere, die unglaublich laut in dieser Masse schreien und dann mich einfach eher erreichen als die Grundmasse an Zustimmung, die ich dank meiner wunderbaren Community so habe. Bin mir ziemlich sicher, dass ich es niemals allen Menschen recht machen kann, in meinem Umkreis oder auch im Internet. Ich meine, gerade bei meinem sehr lauten und teilweise forschen, vorpushenden Auftreten kann ich verstehen, dass der ein oder andere mich nicht mag oder einfach ein Problem mit mir hat, was überhaupt nicht schlimm für mich ist. Ich glaube, das ist eine Sache, jeder andere Streamer, jeder andere YouTuber, jeder andere Instagramer, TikToker, wer auch immer, hat seine eigene Community um sich und diese eigene Community mag natürlich diese Person am nächsten und am liebsten und nicht andere Leute. Und da ist es klar, dass es da immer wieder Reibereien gibt, aber trotzdem frage ich mich dann doch, wo kommt das teilweise her? Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen blanken Hate oder irgendwelchen ironischen Anspielungen. Es ist ein großer Unterschied, wenn ein ganzer Chat auf Twitch irgendwelche Kappa-Emotes spammt, wenn ich irgendwas in den Chat schreibe, als dann doch wirklich Leute, die mir auf Instagram schreiben, Bro, du hast sich verändert, du bist super arrogant geworden, du bist nicht mehr down to earth, was ist mit dem Revi von früher? Das sind dann doch eher Sachen, die mich viel, viel mehr beschäftigen und mit denen ich mich wirklich auseinandersetzen möchte. Und deshalb jetzt hier einfach mal eine ganz offene und vielleicht auch weirde Frage an euch. Seht ihr das ähnlich? Habe ich mich wirklich dahingehend verändert? Bin ich zu jemandem geworden, der ich niemals sein wollte? Habe ich mich wirklich so sehr verändert, dass ich eventuell arrogant, abgehoben, nicht mehr dankbar, unnahbar und vielleicht fremd wirke? Ist das eine Sache, die irgendwie eingetreten ist? Weil falls ja, dann ist das unglaublich wichtig für mich, dass ihr mir das offen und ehrlich jetzt in den Kommentaren einmal bitte beantwortet. Nehmt euch vielleicht einfach mal 10, 15 Minuten Zeit, wenn ihr sie gerade habt und schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was seht ihr in mir als Content Creator, was seht ihr in mir als Mensch, was macht mich irgendwie aus und grenzt mich auf dieser Plattform in meinem Beruf und in all dem, was ich mache und schaffe, vielleicht von anderen Leuten ab und ist diese Veränderung wirklich eingetreten? Weil falls ja, dann muss ich das dringend ändern, Diggi, weil das ist eine Sache, die ich unglaublich ungern repräsentieren würde. Eine Sache, die mir unglaublich nahe geht, wie ihr vielleicht merkt, deshalb mache ich ja dieses Video und eine Sache, für die ich niemals in meinem ganzen Leben einstehen wollen würde. Und wie ich schon gesagt habe, ich habe jetzt keine fette Sinneskrise, ein Burnout oder bin super unzufrieden. Ich bin mit sehr viel Kraft und neuer Energie aus diesem Urlaub zurückgekommen. Diese 3 Wochen Roadtrip waren sehr, sehr wichtig für mich und ich habe sehr viel nachgedacht, sehr viel gebrainstormt und sehr viel Zeit für mich gehabt, was unglaublich wichtig ist und bin mir nunmehr sicherer denn je, weil ich tatsächlich auch oftmals gezweifelt habe, mag ich überhaupt noch das, was ich gerade mache, nämlich Content produzieren, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich jetzt mit 1000%iger Energie hier zurückkehre, mit 110% das Ding nochmal von vorne aufrollen möchte und einfach das liebe, was ich mache. Des Weiteren ist mir auch aufgefallen, dass ich ein Stück weit, glaube ich, vergessen habe, mich regelmäßig zu bedanken bei euch. Ich bin mir dessen bewusst, was ihr mir hier für eine Basis geschaffen habt. Mein Lebensstandard ist fernab von dem, was ich mir jemals hätte erträumen können. Das sind aber materielle Dinge. Primär geht es mir aber auch darum, dass ich einfach das tun kann, was ich liebe, nämlich zu unterhalten, Content zu schaffen, zu streamen oder Videos zu produzieren, coole Leute kennenzulernen, neue Netzwerke aufzubauen und einfach Dinge mit meiner Kreativität und meinem Unterhalter-Dasein irgendwie zu schaffen. Das ist eigentlich die Quintessenz des Ganzen. Scheiß mal auf das ganze Geld, scheiß mal auf den ganzen Shit, den man sich kaufen kann. Das sind alles nice Sachen. Aber das Geilste ist doch eigentlich, dass ich dank euch die Möglichkeit habe, von meinem Traum zu leben und für euch jeden Tag mich wirklich neu erfinden kann und immer wieder was Neues probieren kann. Und ihr meistens sagt, Bro, hat mir absolut geil gefallen und ich liebe es, dieses Feedback zu erhalten. Und nein, ich bin nicht selbstverliebt und bin auch nicht darauf angewiesen. Aber es ist immer schön, diese Bestätigung zu erhalten. Genauso gut ist es aber dann auch mal berechtigt, die Kritik zu bekommen. Und deshalb frage ich euch jetzt genau danach. Was soll ich sagen, außer ein dickes Dankeschön an euch alle. Ich küsse eure Augen. Ich bin unglaublich dankbar für das, was wir mittlerweile geschafft haben. Wir als Community sind hier 3,2 Millionen auf Instagram, 2 Millionen. Das sind alles unglaublich große Zahlen. Ich mache das mittlerweile seit 7 Jahren. Auch das ist eine unglaublicher Werdegang. Ich hätte niemals gedacht, dass ich das so lange machen kann. Ich war mir nie sicher, dass das irgendwann solche Wellen schlägt. Und ich bin immer noch von Herzen jedem und jeder Einzelnen hier unglaublich dankbar und freue mich einfach jeden Morgen aufzustehen und wieder 110% für euch zu geben. Keine Ahnung, ist mal ein anderes Video gewesen. Schreibt mir bitte gerne euer Feedback in die Kommentare. Es würde mich wirklich sehr interessieren. Und alles Weitere würde ich sagen, klären wir heute Abend im Stream. Wir sehen uns heute Abend im Stream. Vielleicht gehe ich dann schon mal auf die ersten Kommentare ein. Vielen Dank, dass ihr mich immer supportet, dass ihr immer am Start seid. Ihr seid die krankste Community, die ich mir jemals hätte erträumen können. Peace out, euer reflektierter Bruder Revi. Macht's gut, haut rein. Ciao.